Hallo, in diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man so einen Geldbaum vermehren kann. Ich habe hier einen Geldbaum schon ja, großgezogen, kann man fast sagen. Die Pflanze ist jetzt gut 3-4 Jahre alt. Ich schneide den regelmäßig zurück, weil ich mir hier einen Bonsai draus machen möchte. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euch also so einen schönen Baum auch selber ziehen könnt. Und zwar ist das im Prinzip ganz einfach. Man guckt sich die Pflanze erstmal komplett an. Ich hoffe, ihr könnt das so ganz gut sehen. Und ich nehme mir jetzt einfach einen Trieb, den ich von der Pflanze entfernen kann. Und zwar habe ich mich entschieden, hier den längsten abzuschneiden. Das ist dieser Bereich. Da nehme ich jetzt eine ja, saubere und scharfe Schere und schneide diesen Pflanzentrieb hier einfach ab. So. Und ja, ich stelle die Pflanze erstmal beiseite. Jetzt könnt ihr das hier sehen, dass ich das so abgeschnitten habe. Das ist jetzt ein sogenannter Kopfsteckling und diesen werde ich jetzt bewurzeln. Damit ich den bewurzeln kann, muss ich erstmal vorher noch ein paar Blätter abmachen, dass ich also da auch einen Stiel habe. So und so auch. Die kann ich ganz normal mit der Hand abreißen. Und jetzt werde ich das Ganze erstmal trocknen lassen, bis die Pflanze, weil man kann es glaube ich ganz gut sehen über die Kamera, bis die Pflanze hier nicht mehr ausblutet, weil wenn ich das jetzt so in Erde pflanzen würde oder auch in ein Glas Wasser stelle, dann würde die Pflanze anfangen zu schimmeln und das wäre in dem Fall nicht gut. Ja, ich habe den Steckling jetzt einen knappen Tag trocknen lassen, im Schatten, nicht in der prallen Sonne, sonst würde er eventuell vertrocknen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber wie ihr sehen könnt, hat es also dem Steckling nicht geschadet und der Schnitt ist jetzt gut ausgetrocknet, das heißt, da wird also auch nichts mehr schimmeln. Ja, nun nehme ich mir einfach ein Wasserglas und packe den Geldbaumsteckling hier erstmal rein und werde jetzt abwarten, bis er sich bewurzelt. Ja, nun sind einige Wochen vergangen und wie ihr sehen könnt, ist der Steckling jetzt schön bewurzelt. Hier hat er schöne Wurzeln gebildet. Leider hat er sich auch ein bisschen gebogen, weil ich das so zum Licht gestellt hatte. Aber das macht nichts, also die Pflanze wird auch wieder gerade wachsen, das ist nicht so wild. Und in dem Zustand kann ich die Pflanze jetzt eintopfen, also einfach in einen Topf mit Erde geben. Und dann habe ich hier einen schönen Geldbaum, den ich auch wahlweise zum Bonsai ja, wachsen lassen kann. Das bleibt einem selber überlassen, wie ihr es möchtet. Entweder einen Busch draus ziehen, man kann ja auch immer wieder selber Ableger machen, wenn die Pflanze etwas größer ist. Das bleibt euch selber überlassen, ob normale Pflanze oder Bonsai. Muss man selber entscheiden. Auf jeden Fall habt ihr hier in dem Video gesehen, wie man einen Geldbaum durch Stecklinge vermehren kann, wie man den dann auch bewurzelt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.